Guten Tag, liebe Gartenfreunde, an diesem Sonntag, dem 19. Juni 2022, circa 7.20 Uhr, etwas später, 7.20 Uhr, 7.22 Uhr. Ja, es wird mal wieder Zeit nach einer Woche Abstinenz gewissermaßen, Zeit für einen Gartenrundgang. Und ich fange heute mal mit meinem kleinen Aufzuchtbeet an. Und da zeige ich Ihnen die Canna Indica und die kleinen Sonnenblumensämlinge, die dann schließlich doch aufgegangen sind. Drei verbliebene noch an der Zahl. Ein etwas späterer, den ich gesteckt hatte, ist dann doch auch herausgekommen, hier links. Das sieht ganz gut aus und ich habe auch schon drei Sonnenblumen verpflanzt. Aber ich höre jetzt damit dann auch auf und werde keine weiteren Samen mehr stecken. Das wird dann zu spät. Und es könnte sein, dass die Sonnenblumen es dann nicht mehr rechtzeitig vor dem ersten Frost zur Blüte schaffen. Deswegen höre ich jetzt damit auf. Ich lasse diese Sämlinge, die ja in Töpfen stecken, noch etwas wachsen. Und dann werden sie schließlich entverpflanzt an ihren endgültigen Standort. Das ist das eine. Dann gehe ich zu Liatris spicata. Und da zeige ich Ihnen einfach das Knospenstadium. So sieht das dann aus. Die Kamera mal fokussieren lassen, mal schauen, ob sie das schafft. Vielleicht, wenn ich hier etwas näher herangehe. Nein, das wird leider nichts. Aber Sie können es sehen. Die Knospen sind da, hier kann man das schön sehen. Die eine Knospe wollte sie nicht fokussieren, hier scheint es jetzt etwas besser zu klappen. Aber Sie sehen das, liebe Gartenfreunde, das worauf ich hinaus wollte. Die Prachtscharte setzt ihre Blüten an und das wird jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Vielleicht noch eine Woche, dann dürften sich die Blüten langsam öffnen, nach und nach. Und dann werde ich noch etwas dazu sagen. Da hat die Prachtscharte nämlich eine kleine Besonderheit anzubieten oder aufzubieten. Ja, Tigridia pavonia ist wunderbar gewachsen, braucht noch ein bisschen, bis die Blüten dann angesetzt werden. Ich sehe unten an den Stielen noch keine Verdickung, dass da eine Blüte sich langsam hochschieben würde. Ja, wir werden vielleicht noch ein, zwei Wochen warten müssen, denke ich. Was ich Ihnen auch zeigen möchte, unbedingt, das ist ja klar, Hibiscus moschoitus, der Staudenhibiskus, der Sumpfeibisch, hier vorne die Sorte Cranberry Crush, wunderschönes, glänzend dunkelrote Blüten oder wunderschöne, glänzend dunkelrote Blüten. Ja, die Blütenansätze sind da, die habe ich schon gesehen. Und mit der Kamera einzufangen wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, man kann noch nicht allzu viel durch die Kamera sehen. Aber Sie sehen, die Staude ist gut gewachsen. Hat schöne, große, dunkelgrüne Blätter entwickelt. Das sieht alles sehr gut aus. Ja, mein Agapanthus wächst langsam vor sich hin. Wie gesagt, mit einer Blüte rechne ich bei dieser Pflanze nicht. Sie ist dafür einfach noch zu klein, zu schmächtig. Das wird wohl noch nichts werden. Iris hollandica, da zeige ich Ihnen nachher noch ein anderes Exemplar. Dieses ist auch schon ganz gut gewachsen. Es scheint auch so zu sein, dass auch dieses Exemplar jetzt langsam eine Blüte ausbildet. Aber ich werde Ihnen gleich noch andere Exemplare zeigen, wo man es ganz deutlich und ohne jeden Zweifel sehen kann, dass da sogar die Blüten hochkommen. Ich erzähle dann gleich noch etwas dazu. Dann nochmal Canna Indica, die etwas größere Pflanze, die aber noch keine Blüten ansetzt. Strauchpfingstrose, ja, verblüht, die Blütenreste abgeschnitten. Da habe ich ja ein eigenes Video dazu gemacht, dass er in seinen Klickzahlen förmlich durch die Decke zu schießen scheint. Was für mich ein erstaunliches Phänomen ist, so viel ist doch dort gar nicht zu sehen. Aber wie das manchmal bei YouTube so ist, das eine Video erfreut sich großer Beliebtheit, die anderen bleiben hinterher. So geht das. Spirea bumalda im Hintergrund, die doch sehr weit ausladend geworden ist, trotz des starken Rückschnitts.
Aber dann der Bronzefenchel, schauen Sie sich das an, liebe Zuschauer. Der ist doch schon sehr groß geworden und ich würde schätzen, dass er ungefähr eine Höhe von 1,20, vielleicht knapp 1,30 Meter erreicht hat. Und es sieht so aus, als würde jetzt im oberen Bereich dieses Jahr, weil er ja noch etwas dünn ist, durch die Verpflanzaktion ist er etwas geschwächt, dass er da jetzt die Blüten ansetzt. Naja, gut, dann wird er vielleicht eine Höhe von 1,50 Meter erreichen. Ja, das ist doch schon mal etwas. Wie gesagt, liebe Gartenfreunde, bedenken Sie, dass ich diese Pflanze innerhalb eines halben Jahres zweimal verpflanzt habe. Einmal an einen Standort, wo ihr das zu wenig Sonne war und dann ist sie wirklich nicht gut gediehen. Dann beim Ausgraben habe ich ihr die dicken, fleischigen Wurzeln teilweise abhacken müssen mit dem Spaten und das scheint sie nicht sehr, sehr gut verkraftet zu haben. Und dann der nochmalige Standortwechsel jetzt in diesem Frühjahr, wo ich gemerkt habe, diese Pflanze braucht auf jeden Fall wieder mehr Sonne und ich habe sie dann hier vorne vor die Südwand geholt, wo sie ausreichend Sonne und Wärme bekommt. Und dafür, für diese ganzen Umstände, finde ich, ist dieser Bronzefenchel doch recht ordentlich gediehen. Ja, dann kann ich Ihnen zeigen, die Kristallkugel, die Koreatanne, die Zwergform der Koreatanne, die ja jetzt fertig ist mit ihrem diesjährigen Wachstum. Die Triebe sind ausgebildet, die Farbe ist jetzt sehr schön hellgrün, wird später noch etwas nachdunkeln im Laufe des Sommers. Und das ist jetzt der Zustand, in dem diese Tanne bleiben wird bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten Austrieb, der dann wieder pro Trieb 2 cm betragen wird. Hier hinten Ceanotus delilianus, die hellblaue Variante der Säckelblume, Gloire de Versailles, so ist der Sortenname. Ja, da sitzen die Blüten im Ansatz. Wenn man bedenkt, dass ich diesen Strauch sehr stark im Frühjahr zurückgeschnitten hatte, aber dass er hat genau das getan, was man eigentlich erwarten könnte. Erwarten sollte, erwarten können sollte, dass er kräftig durchtreibt und eigentlich wieder seine ganze Strauchform aufbaut innerhalb weniger Wochen. Dieses Exemplar hat es getan, ein anderes ist mir über den Rückschnitt eingegangen. So kann es manchmal gehen. Hier zeige ich Ihnen dann nochmal Iris hollandica. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Aber da sieht man schon ein bisschen, da sitzt auf jeden Fall eine Blüte im Anschlag sozusagen. Ich will mal schauen, wenn ich hier herumgehe, dann sieht man es vielleicht besser. Ja. Ja, der Stiel ist sehr dick und ganz eindeutig bildet diese Zwiebel gerade eine Blüte aus. Ja, dann können wir weitergehen. Wir müssen das, ja, hier, das kann ich Ihnen doch dann zeigen. Die Sonnenblume, die ich schon etwas früher als Samen gesteckt hatte und die habe ich dann hierhin verpflanzt und jetzt kann sie langsam vor sich hin wachsen und dann wird man sehen, wie groß sie wird und das wird dann im August wahrscheinlich sein, dass sie dann zur Blüte kommt. Ja, hier nochmal die Säckelblume, auch ein wunderschön gewachsenes Exemplar. Sehr schön. Schöne kompakte Wuchsform ausgebildet, genauso wie es sein soll. Nach einem starken Rückschnitt im Frühjahr, kräftiger Austrieb und Blütenbildung jetzt schon im Juni. Und das wird jetzt so weitergehen. Der Strauch wird ständig weiter wachsen, wird ständig neue Blüten heranbilden bis zum Oktober, bis zum ersten Frost, bis die Kälte diesen Prozess der Blütenbildung und der Versamung dann ein Ende macht. So, dann gehen wir weiter und dann zeige ich Ihnen noch mal die beiden Spirea bumalda Exemplare, die ich ja Ihnen schon gezeigt habe und wo wir das Wachstum gewissermaßen ein bisschen dokumentiert haben von Monat zu Monat. Ja, die sind sehr stattlich gediehen. Ich würde meinen, 80, 90 Zentimeter Wuchshöhe haben sie erreicht. Jetzt sitzen die zahlreichen Blüten da. Das ist das schöne Ergebnis, wenn man ihn stark zurückschneidet. Dann bekommt er viele neue Triebe und blüht.
Dann dieses weiße Exemplar, das ich ja in ihrem Beisein zurückgeschnitten hatte. Auch wunderbar, alles voller Blüten. Ich gehe mal etwas dichter heran, dann sieht man es. Ja, und dann noch eine erfreuliche Entwicklung, aber da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen. Und da wird es wirklich wichtig sein, jede Woche das zu dokumentieren. Nämlich die Canna Indica Cleopatra, dieses wunderschön ausgebildete und gefärbte und gemusterte Exemplar. Geradezu wie im Bilderbuch, ein Paradeexemplar der Canna Indica Cleopatra. Und da sitzt der Blütenansatz. Man kann es deutlich sehen, ja, wenige Tage und dann wird sie blühen. Ich bin sicher, nächsten Sonntag, wenn ich das nächste Video aufzeichne, dann werde ich Ihnen die Blüte präsentieren können. Hier nochmal Iris Hollandica, da sieht man es auch sehr schön, wie diese Pflanze langsam ihre Blüte heranbildet. Sehen Sie das, diese Verdickung, diesen starken Trieb in der Mitte, das sind keine Blätter, da sitzt im Zentrum die Blüte. Und ich bin sehr gespannt, welche Farbe diese Zwiebeln, die ich ja vor einiger Zeit sozusagen gerettet habe, bekommen werden. Das wird sehr spannend, liebe Gartenfreunde. So, dann gehe ich mit Ihnen weiter und wir können hier mal stehen bleiben bei diesem prächtigen Exemplar der Staude, der Sonnenbraut, die ich ja im Frühjahr geteilt hatte. Und da hatte ich aus einer Staude, aus einer Pflanze zwei gemacht. Und jetzt schauen Sie sich das an. Die stattliche Höhe, da würde ich auch ungefähr schätzen, 80 cm Wuchshöhe. Und dann diese herrlichen Blüten der Sonnenbraut. Da gehe ich jetzt mal richtig dicht heran, dann können Sie mal diese ganze schöne Blüte der Sonnenbraut sehen. Ja, das sind natürlich wunderbare Entwicklungen, die wir hier beobachten können. Dann möchte ich Ihnen noch etwas zeigen. Ich hatte den kanadischen Flieder James McFarlane nach der Blüte sehr stark zurückgeschnitten. So sieht das dann aus, wenn er stark zurückgeschnitten wurde. Sie sehen, er sieht ziemlich kahl aus. Er war mir etwas zu weit ausladend geworden. Fing schon an, die anderen Pflanzen ringsherum zu behindern und zu stark zu beschatten. Und außerdem möchte ich, dass er eine etwas kompaktere Wuchsform wieder bekommt. Deswegen habe ich ihn sehr stark zurückgeschnitten, bis ins Holz hinein und habe sehr viel von seinem Laub, von den belaubten Trieben abgeschnitten. Und jetzt werde ich sehen, spätestens im Juli, denke ich, dann wird sich dieser Strauch wieder begrünt haben. Das werden wir dann gemeinsam beobachten können. So, dann gehe ich mit Ihnen weiter, zeige Ihnen hier Rittersporn. Ja, der Juni ist der Monat des Rittersporns. Hier nebendran einer Staudenpfingstrose noch die letzten Nachblüten. Das sind Blüten aus den Seitentrieben. Manchmal können ja die Peonia lactiflora an ihren Blütenstielen noch kleine Seitentriebe bilden. Und da sitzen dann auch vereinzelt noch Blütenknospen. Einige werden weiter herangebildet und werden zu einer kleinen Blüte ausgeformt. Die anderen bleiben einfach stehen und bilden sich nicht weiter aus. So sieht das aus. Hier zum Beispiel würde ich meinen, hier vorne diese rote Knospe, da wird wohl keine Blüte mehr draus werden. Aber diese hier, die schon etwas weiß aufleuchten, ja, die werden sich wohl noch öffnen. Aber allzu groß werden sie nicht werden. Dann möchte ich Ihnen natürlich unbedingt den Wasserdost zeigen. Schauen Sie sich das an. Da würde ich schätzen, der hat schon eine Höhe von, na, das wird ein bisschen schwierig, das zu schätzen. Ich würde meinen, auch so ungefähr 1,30, 1,30 Meter Höhe, dass wir da wohl erreicht haben. Ja, ich glaube, das kann man sagen, so knapp 1,30 Meter Höhe wird es wohl sein. Aber sehr, sehr geschlossen, sehr kompakt. Ja, die großen Triebe, große Blätter, ein prächtiger Wuchs. Ja, die Wettervorhersage sagt, dass ungefähr ab 9 Uhr
hier bei uns im Norden in Barmstedt Regen einsetzen soll. Wenn ich mir den Himmel anschaue, vielleicht schwenke ich ja mal eben dahin, da sieht das sehr, sehr grau aus. Es sieht aus, als würde da so eine Wolkenwand auf uns zukommen. Wie viel Regen sie im Gepäck hat, das werden wir dann sehen müssen. Ich hoffe sehr, wir könnten ihn durchaus gebrauchen. So, dann zeige ich Ihnen das hohe Mädchenauge, Coreopsis tripteris, das ich ja auch geteilt hatte. Da hatte ich aus einer Pflanze drei Exemplare gemacht mit kräftigen Spatenhieben im Frühjahr. Dann sie versetzt und schauen Sie sich das an. Ja, diese Pflanze dürfte schon fast 1,40 Meter Höhe erreicht haben mit ihrem längsten Trieb hier oben. Das kommt ungefähr hin, dass wir so auf knapp 1,40 Meter schon kommen könnten, wenn wir es messen würden. Ja, Allium giganteum sieht immer noch sehr schön aus, obwohl er ja verblüht ist. Aber diese langsam jetzt trocken und immer trockener werdenden Blütenrückstände bieten immer noch einen sehr dekorativen Anblick, wie ich meine. Rittersporn, den ich nach der Blüte dann versetzen werde, weil er da einfach zu dicht und zu eng steht und ein bisschen behindert wird durch Allium giganteum. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Rittersporn schön frei steht. Dann hier ein wunderschönes dunkelblaues Exemplar. Da zeige ich Ihnen einfach mal so eine Einzelblüte. Leicht violette Einfärbung, aber eines tief dunkelblau. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, bei Rittersporn verzichte ich in meinem Garten auf die Pazifikhybriden. Die sind zu anfällig gegen Windbruch und gegen Windumbiegung. Und ich verwende stattdessen die Elatum- und Belladonna-Hybriden, die etwas standfester sind und nicht unbedingt angebunden werden müssen. Ja, dann habe ich Neuerwerbungen. Ich schaue mich gerade mal um und sehe gerade, dass ich Ihnen noch eine schöne Iris hollandica zeigen möchte, die schon sehr weit fortgeschritten ist mit ihrer Blütenbildung. Schauen Sie sich das mal an. So sieht das aus. Ja, und das waren ja die Zwiebeln, die ich sozusagen von dem Nachbarn bekommen hatte, der den Schrebergarten hatte, der sie leider etwas falsch behandelt hat. Anstatt sie in den Boden zu pflanzen zur richtigen Zeit, hat er sie im Frühjahr auf den Boden nur aufgesetzt und da hatten sie Wurzeln angesetzt, aber sie konnten mit ihren Wurzeln einfach nicht in das Erdreich eindringen und waren schon fast völlig ausgemergelt. In dem Zustand habe ich sie bekommen und habe sie dann schnell in den Boden gesteckt und gewässert. Naja, und so wie es aussieht, habe ich doch einige wenigstens retten können. Nicht alle, einige sind auch eingegangen und sind dann wohl doch gestorben, aber einige habe ich retten können. Ja, Neuerwerbungen möchte ich Ihnen hier zeigen. Salbei ist eine wunderschöne Staude, die hoffentlich im Laufe der Jahre jetzt hier bei mir dann immer größer, immer umfangreicher wird und immer mehr Blütentriebe bekommen wird. Hier hinten noch einmal. Und dann einige Neuerwerbungen, bei denen muss ich mich erst noch etwas intensiver mit den einzelnen Pflanzen beschäftigen. Bei diesen Pflanzen habe ich die Schilder, die Beschriftungsschilder nicht weggeworfen, habe sie alle aufgehoben, weil ich unbedingt das alles noch studieren muss, welche Pflanze ich da habe, welche Ansprüche sie hat, woher sie ursprünglich stammt, zu welcher Pflanzenfamilie sie gehören. Das alles möchte ich noch herausfinden. Ja, dann zeige ich Ihnen hier mein kleines Sorgenkind. Das ist die Fasanenspire, Physocarpus opulifolius, Amber Jubilee, das ist der Sortenname. Und ich war gestern unterwegs bis spät abends und dann kam ich nach Hause und dann habe ich nochmal meinen Garten inspiziert und dann habe ich festgestellt, schon wieder hängen bei ihm sehr bedenklich die Blätter nach unten. Sie sahen schon fast vertrocknet aus. Und dann habe ich doch noch schnell eine Gießkanne voll Wasser geholt und habe erstmal tüchtig gewässert gestern Abend. Und die Pflanze hat sich dann doch wieder erholt.
Jetzt hoffe ich auf den Regen, der jetzt hoffentlich unbedingt auch kommen sollte und kommt. Wir werden es sehen. Ja, dann gehe ich mit Ihnen einfach hier rasch durch. Sedum Telephium hat schön die Blüten angesetzt. Da zeige ich Ihnen einfach das beste, das stattlichste Exemplar. Das sieht sehr gut aus. Die Blüten sitzen da und sie werden demnächst dann wohl auch nach und nach ausgeformt. Dann machen wir einfach so einen kleinen Spaziergang durch dieses Beet. Da habe ich dann doch, man sieht es auch, einige Pflanzen dazu erworben. Eine Zwergdistel habe ich dann doch noch gekauft. Die passt hier wahrscheinlich ganz gut. Wir werden sehen, wie sie sich dann hier entwickeln. Haben ja schon wunderschöne Blütenstände und wenn sich dann irgendwann die Blüten öffnen, ja, dann wird das wahrscheinlich eine ganz feine Angelegenheit. Hier habe ich noch eine Zwergform eines Sedum, also einer Fetthenne. Mal sehen, wie sie mit diesem Standort hier zurechtkommen. Das wird man dann sehen. Ja, die rotblühenden Exemplare der Sonnenbraut setzen langsam die Blütenknospen an. Ich denke, durch die Kamera wird man es nicht gut einfangen können. Ich kann es mit bloßem Auge sehr gut erkennen. Da sitzen also die Blütenansätze. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt sehr, dass es dann heute regnen wird. Es soll nach Wettervorhersage heute regnerisch werden. Das wäre sehr schön. Dann hier Coreopsis verticillata, das etwas kleinere Mädchenauge, das auch schon tüchtig seine Blüten ansetzt. Und ich denke, wenn diese Pflanzen heute alle ordentlich Regen bekommen, dann werden sie wieder aus dem Vollen schöpfen und dann werden ihre Prozesse auch weitergehen. Nach dem kühlen Wochenende soll es ja nächste Woche wieder an die 24 Grad und sonnig werden. Das wäre dann alles sehr, sehr gut und sehr günstig und förderlich für das Wachstum. Ja, die Blasenspire ist verblüht, aber die Blütenrückstände haben eine hübsche rote Färbung angenommen. Eine etwas heller rote Färbung als das Laub und sieht natürlich wunderbar aus. Und Sie sehen schon im Hintergrund die weißen Blütenspitzen der Zwerggeißbärte, in diesem Fall Johannisfest. Ja, schauen Sie sich das an. Meine Hydrangea arborescens Annabelle, also die Schneeballhortensie oder Waldhortensie. Sehen Sie, alles voller Blütenknospen. Ja, das wird noch etwas brauchen, bis die einzelnen Blüten sich wirklich entwickelt haben. Sie sind noch in einem etwas unterentwickelten Zustand. Sie müssen sich noch heranbilden, die einzelnen Blütenschaublätter müssen sich vergrößern und werden dann eine wunderschöne weiße Farbe annehmen, leuchtend weiß in nahezu perfekt geformten Blütenbällen. Ja, hier die große Blasenspire. Schauen Sie sich das an. Auch unten die Triebe, die aus dem Boden in diesem Jahr gewachsen sind, sind schon zu einer enormen Höhe angewachsen. Ich würde schätzen, 60, 70 cm Wuchshöhe haben sie schon erreicht. Einen Trieb kann ich erkennen. Ja, der hat auf jeden Fall sicher die 70 cm, vielleicht sogar schon 80 cm Wuchshöhe erreicht. Das sieht alles sehr gut aus. Und Sie sehen, das, was ich haben wollte, was ich so angedacht hatte, als ich die Pflanzen dahingesetzt habe, im Hintergrund stehen die Geißbärte. Ein bisschen geraten sie jetzt in den Schatten und genauso sollte es sein. Der Geißbart fühlt sich am wohlsten im Halbschatten. Ein bisschen Sonne, ganz ohne Sonne geht es bei ihm nicht. Ja, dann hier mein Wurzelschoss der Schneeballhortensie, auch mit den beiden Blütenansätzen. Das wird sehr interessant. Dann hier Spiraea bumalda, auch ein Sämling, der schon die Blüten ansetzt und so wie es hier aussieht, eine hübsche rosa Färbung bekommen wird. Ich gehe mal etwas näher ran. Ich weiß nicht, ob ich es eingefangen bekomme, aber da kann man die Farbe wenigstens schon ganz gut erkennen. Das geht noch weiter. Die Blüten fangen jetzt an, sich auszubilden und auszuformen und ihre volle Größe zu erreichen. Jetzt gehen wir einfach rasch weiter. Es
kommt jetzt langsam Wind auf, liebe Gartenfreunde. Ich bin nicht sicher, was da am Ton dann dabei herauskommt. Das werden wir dann hören. In der Kontrolle werde ich es dann hören, ob der Wind schon starke Geräusche an dem Mikrofon macht. Wir werden es nachher feststellen können. Ja, meine Geißbärte in dem neuen Beet, wie ich es immer noch nenne. Hinten die großen Waldgeißbärte, Aruncus dioicus, und vorne Johannisfest, der asiatische oder auch Zwerggeißbart, Aruncus etusifolius. Ja, das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Vielleicht können wir noch ein bisschen hier nachschauen. Einfach, dass ich Ihnen so ein bisschen dieses Beet gezeigt habe. Was ich sehr erfreulich finde, meine Elfenblumen, nachdem ich sie hierhin verpflanzt hatte, sie bilden einfach in diesem Jahr nochmal neue Blätter aus. Wunderschön, diese Rotfärbung über dem grünen Laub, das ein bisschen älter ist. 2-3 Monate älter ist dieses Laub, das grüne, und dieses rote, rot gemusterte Laub. Ganz frisch und neu ausgebildet. Bei diesem Exemplar und auch bei diesem hier auf der linken Seite. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Und was ich Ihnen vielleicht dann doch auch zeigen könnte, das ist nämlich wirklich eine kuriose Sache. Und damit kann ich eigentlich dokumentieren und festhalten, dass die Entscheidung, die Centra spectabilis alba, die weißblühende, das weißblühende tränende Herz hierhin verpflanzt zu haben, herauszunehmen aus der Sonne, aus der heißen Sonne, die sie ja abbekommen hatte, hier in den Schattenbereich. Das war die richtige Entscheidung. Schauen Sie mal, die Blüten sind einzeln, sind immer noch Blüten da. Und wir haben den 19. Juni. Und die Centra spectabilis alba blüht noch immer. Ja, hier Hosta, eine zweite, ein blaues Exemplar. Ja, was auch sehr schön ist, was wir vielleicht dann nächste Woche richtig schön ausgiebig filmen können, ist das Kreuzkraut Ligularia Przewalski mit den hübschen gelben Blütenrispen, die jetzt ganz allmählich anfangen aufzublühen. Ich denke, nächste Woche werde ich Ihnen diese wunderschönen Blütenkerzen in voller Pracht zeigen können. Ja, liebe Gartenfreunde, dann gehen wir weiter. Nochmal ein kleiner Schwenk herum. Ein letzter Blick auf den prächtigen Waldgeißbart mit seinen hübschen cremeweißen Blüten. Und dann setzen wir den Rundgang fort und kommen zu dem Beet, zu dem Mittelbeet. Und als erstes kommen wir zu den Lavendelpflanzen, den Lavendelsträuchern, Halbsträucher, wie man ja richtigerweise sagen müsste. Schauen Sie sich das an, wie schön grün sie geworden sind und wie herrlich sie die Blüten ansetzen. Alles dicht belaubt. Und wenn Sie sich das Video anschauen, wo ich Lavendel zurückgeschnitten habe, wie das aussah vor dem Schnitt und nach dem Schnitt. Nach dem Schnitt waren sie ziemlich kahl. Und jetzt sind sie schon wieder vollkommen belaubt. Die jungen Exemplare hier vorne, dieses eine, dann hier drüben. Ja, da muss ich Ihnen Bericht erstatten. Ich werde hier sind noch Wurzelaustriebe des hohen Mädchenauges. Und die werde ich natürlich dann, wenn sie etwas größer geworden sind und ich sie besser zu fassen bekomme, dann werde ich versuchen, tatsächlich sie herauszureißen, damit dort der Lavendel nicht beschädigt wird und nicht verdrängt wird, wenn ich sie stehen ließe. Sie können sich vorstellen, liebe Gartenfreunde, was dann dabei herauskommt. Das Mädchenauge würde wahrscheinlich im Lauf von wenigen Jahren den Lavendel vollkommen verdrängen und wahrscheinlich sogar zum Absterben bringen. Da ich das aber vermeiden möchte, werde ich natürlich diese Schösslinge herausreißen, weil hier sind sie einfach an der falschen Stelle. Dann möchte ich Ihnen unbedingt diese wunderschönen Blüten und diesen wunderschönen Strauch zeigen, der Spirea japonica, die Sorte Little Princess.
Einmal im Gesamt der Pflanze schauen Sie sich das an, wie schön dicht und kompakt diese Pflanze gediehen ist. Und dann gehen wir nochmal heran und dann zeige ich Ihnen die Einzelblüte. Das ist nämlich alles wunderschön. Da zeige ich Ihnen mal die Einzelblüte einer Spirea japonica. So sieht das aus. Übrigens, dieser Strauch gehört zur Familie der Rosengewächse. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Und dann möchte ich Ihnen einfach nochmal Gaura lindheimeri zeigen, die unermüdlich blüht. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich diese Pflanzen neu für mich entdeckt habe. Sehr, sehr schön, sehr dekorativ und unermüdlich in ihren Blüten. Das sieht alles sehr gut aus. Dann gleich hier nebenan Hibiscus moschoitus, eine Pflanze, die ich ja dieses Frühjahr bestellt, im Internet bestellt habe. Bei der Gärtnerei Bartels in Delmenhorst habe ich das bestellt. Und sie liefern immer hervorragende Ware, das muss ich wirklich sagen. Und ja, diese Pflanze wächst wunderbar. Das sieht sehr gut aus. Ob sie Blüten bekommen wird, da muss ich mich überraschen lassen. Ich werde es auf jeden Fall dokumentarisch festhalten, wie der weitere Entwicklungsfortschritt dann sein wird. Dann habe ich hier nochmal den Wiesenknopf, der sich in diesem Jahr ausgesprochen wohl fühlt. Sieht sehr prächtig aus, blüht, sehr dauerhafter Blüher. Das sieht sehr gut aus. Ich mag diese Stauden. Ich finde sie irgendwie sehr dekorativ. Diese ungezählten Blütenknöpfe, die sie ausbilden. Ja, auch der Wiesenknopf gehört zur Familie der Rosengewächse. Das sind alles diese kuriosen Dinge, die man im Reich der Pflanzen dann sehen kann. Da hinten im Hintergrund diese kleine Pflanze hinter dem Schild. Auch ein Hibiscus moschoitus, auch noch etwas später im Jahr erworben. Das war schon Ende April, als ich diese Pflanze dann nochmal bestellt habe. Ja, sie wächst. Auch dunkelgrün, dunkelrot gefärbte Blätter im Austrieb. Auch hier diese beiden Exemplare, die hatte ich Ende April nochmal bestellt. Ja, und sie waren schon ausgetrieben, als sie dann mit dem Postpaket hier ankamen. Ja, der Zwerggeißbart dieses Jahr gekauft, blüht. Rispenhortensie, San de Fraise, auch voller Blütenknospen. Ja, das wird eine Freude sein, wenn er dann aufgeblüht ist. So, hier nebendran auch wieder Hibiscus moschoitus, der ja schon das zweite Jahr in meinem Garten steht, mit ordentlich Dünger versorgt. Und wenn jetzt dann der Regen dazu kommt, hoffen wir auf den heutigen Tag, dass er Regen bringen mag. Das sieht sehr gut aus. Schön stattlich gediehen. Ich würde meinen, ungefähr zwischen 60 und 70 cm Wuchshöhe hat diese Pflanze schon erreicht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann hier sehen Sie es, die prächtigen Blüten Woldemar Meyer. Sehr schöne, sehr dekorativ, dieser Zwerggeißbart aus Asien. Ja, hier mein Spätzünder, Hibiscus moschoitus. Ja, hoffen wir, dass er dieses Jahr zur Blüte kommt. Letztes Jahr kam er nicht zur Blüte, da hatte ich ihn verpflanzt. Das scheint er ein bisschen übel genommen zu haben. Dann hoffe ich einfach mal, dass er dieses Jahr es schafft, die Blüte auszubilden. So, dann hier, Sie sehen es schon, liebe Gartenfreunde, die Calla blüht immer noch. Es geht jetzt ganz allmählich zu Ende, die ersten Blüten nicken zur Seite. Und das ist das Zeichen, dass es jetzt dann langsam zu Ende geht mit der Blüte. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Einige Blüten sind noch da und stehen. Ja,
Die Kalla hat begonnen zu blühen im Mai, Anfang Mai. Und wir schreiben heute den 19. Juni. Also viele Wochen hat man an Kalla Freude, an der San Tedeschia Eliotiana hat man über viele, viele Wochen Freude an ihren wunderschönen, sehr dekorativen, aber einfachen Blüten. Ich gehe mit Ihnen einfach weiter und zeige Ihnen Agnes Smith, den kanadischen Flieder, den ich ja letztes Jahr stark zurückgeschnitten hatte. Schauen Sie sich das an, was für ein prächtiges Laubwerk er ausgebildet hat, dieser Strauch. Ja, so werde ich es jetzt also immer machen und in Zukunft werde ich es so machen. Spätestens jedes zweite Jahr wird der kanadische Flieder gleich nach der Blüte stark zurückgeschnitten, damit er wieder eine kompakte Wuchsform bekommt oder sie behält. Ja, Geum coccineum, die Nelkenwurz blüht immer noch. Unermüdlich, ohne Unterlass blüht diese Pflanze auch schon seit Ende April, Anfang Mai. Sie blüht und hat ein wunderschönes Laubwerk entwickelt. Ja, dann die eichenblättrige Hortensie, Hydrangea quercifolia, wunderschön. Wunderschönes Laubwerk, große Blätter hat sie entwickelt. Das sieht sehr gut aus. Leider immer noch keine Blütenknospe im Ansatz erkennbar. Und ich bin auch nicht sicher, ob sie es noch schaffen wird oder nicht. Lassen wir uns gemeinsam, liebe Gartenfreunde, überraschen. Ja, dann gehe ich jetzt einfach weiter. Hier nochmal eine Schneeball- oder Waldhortensie, auch schön mit Blütenansätzen. Ja, die Einzelblüten sind noch völlig unterentwickelt. Das muss sich alles noch nach und nach entfalten. Ich denke, 1 bis 2 Wochen wird es wohl noch dauern, bis die Blütenbälle sich dann vollends entwickelt haben und dann im strahlenden Weiß dastehen. Ja, hier nochmal Woldemar Meyer in seiner ganzen Größe, Stattlichkeit und Pracht. Eine unglaublich dekorative Pflanze, wie ich finde. Und Sie wissen es von mir inzwischen, liebe Gartenfreunde, ich bin ein großer Fan dieser asiatischen Zwerggeißbärte. Schauen Sie sich das an. Das sieht doch wunderbar aus. Unglaublich dekorativ. So, dann gehen wir weiter und es gibt natürlich eine Entwicklung zu beschreiben, zu berichten über Colchicum autumnale, die Herbstzeitlose, die jetzt richtig sich zurückzieht. Man sieht es ganz deutlich. Die Gelbfärbung der Blätter schreitet rasant voran und diese Pflanze geht in die Sommerpause bis zum September und dann erscheinen die Blütenstiele ohne Blätter. Das möchte ich immer wieder betonen. Hier nochmal die wunderschöne Rispenhortensie Sainte Fraise. Durch gezielten Schnitt habe ich sie zu einer so hübschen, kompakten Wuchsform gebracht. Und die Blütenansätze sind da. Das wird eine Freude sein, wenn die Blüten voll entfaltet sind. Aber Sie werden es mit mir gemeinsam erleben, liebe Gartenfreunde. Dann hier vorne der Lavendel, den ich auch in Ihrem Beisein geschnitten hatte und Ihnen das Vorher-Nachher-Bild gezeigt hatte. In einem der vergangenen Videos können Sie es sehen. Lavendelrückschnitt. Auf YouTube ist das alles noch zu sehen mit Blütenansätzen. Schön dicht gewachsen, Blütenansätze, alles wunderbar. Das sieht sehr gut aus. Ja, Peonia peregrina, ein letztes Mal, dass ich Ihnen diese Pflanze in diesem Jahr zeige. Keine Blüten. Die Blütenansätze verkümmern gerade, vertrocknen. Diese Pflanze hat also dieses Jahr die Blüten nicht herangebildet.
Ja, gerade habe ich ein Donnergrollen gehört im Hintergrund. Das könnte also durchaus bedeuten, dass wir gleich in wenigen Minuten oder in ein, zwei Stunden Regen bekommen. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, das sind diese wunderschönen Exemplare des chinesischen Losstrauchs. Schöne große Blätter oder auch diese Pflanze, die ich ja stark zurückgeschnitten hatte. Auch schöne große Blätter. Und sie wächst noch weiter. Sie ist noch längst nicht fertig. Und ich hoffe auf die Blüte im September. Dann möchte ich Ihnen hier etwas zeigen. Das ist das, was dieser Losstrauch nämlich gerne tut. Entweder er sät sich aus oder aber durch unterirdische Wurzelausläufer ploppt er plötzlich an einer neuen Stelle auf. Und ich freue mich darüber. Ich lasse diese Pflanze auch hier stehen. Ich werde sie nicht versetzen, die darf hier stehen bleiben, darf sich hier entfalten und darf hier weiter wachsen. Dieser Baum oder dieser Strauch wächst nicht in den Himmel. Er ist ein bisschen frostempfindlich und friert deswegen in jedem Winter immer wieder mal stark zurück. Und dann schneidet man ihn herunter und er treibt aus dem Boden wieder neu aus. Das alles ist bei diesem Strauch möglich. Ja, dann gehen wir rasch weiter. Und was kann ich Ihnen zeigen? Ich kann Ihnen zeigen hier die Hosta, die jetzt eine Blüte ansetzt. Ich bin nicht sicher, ob man es sieht. Ich versuche etwas herumzugehen, damit Sie es besser sehen können. Aber ich glaube, es wird nicht allzu gut sichtbar sein. Wenn man genau hinschaut, kann man es vielleicht sehen. Ja, hier vorne ein schönes, stattliches Exemplar auch. Liatris spicata. Die Prachtscharte auch wunderbar gediehen. Dann Hemerocallis cultorum, Crimson Pirate, die rotblühende Taglilie. Sie sehen es, die Blütenknospen sind da und färben sich langsam ein. Ich denke, nächste Woche, liebe Gartenfreunde, nächsten Sonntag, wenn Sie mögen, dann werde ich Ihnen die aufgeblühten Blüten zeigen können. Ja, dann als nächstes den Berglauch, Allium senescens millennium, der so nach und nach jetzt alle Blütenstiele aufgerichtet hat. Noch nicht alle, einige nicken noch, aber andere sind schon stark aufgerichtet. Ja, vielleicht nächste Woche, dass wir da die Blüten aufnehmen können und ich Ihnen das zeigen kann. Rittersporn und im Hintergrund auch wieder ein prächtiges Exemplar der Annabel, der Schneeballhortensie oder Waldhortensie, Hydrangea arborescens. Ja, dann muss ich Ihnen unbedingt eine weitere wunderbare Pflanze der Türkenbundlilie zeigen. Einmal diese hier. Ist das nicht einfach ein Traum, wie schön diese Blüten sind? Ich versuche mal etwas herunterzugehen, dass man es etwas besser sehen kann. Und dann auf der anderen Seite, liebe Gartenfreunde, noch eine schöne Farbe. Doch einfach ein Gedicht, oder? Ist doch malerisch, wie schön diese Blüten der Türkenbuntlilie sind. Lilium Martagon, die Türkenbuntlilie. Moin! So, liebe Zuschauer, eine kleine Pause. So, liebe Gartenfreunde, ein lieber Nachbar, der mich begrüßt hat, mit dem ich ein kleines Schwätzchen gehalten habe, nicht sehr lange, 2, 3 Minuten. Jetzt geht es weiter. Ich war hier dabei, Lilium Martagon, die Türkenbuntlilie, hatte ich Ihnen gezeigt. Und jetzt geht es in unserem Gartenrundgang auch schon weiter. Und dann möchte ich Ihnen unbedingt nochmal dieses wunderschöne Kissen des
der Lavendelheide zeigen. Hieris japonica cupido, wie diese Sorte heißt. Das wollte ich Ihnen unbedingt gezeigt haben, wie schön kompakt diese Pflanze gewachsen ist. Ja, Sie sehen schon hier nebenan die beiden Farmexemplare. Einmal dieser etwas merkwürdige mit dem Sortennamen Ursula in Red. Und dann hier der Hirschzungenfarn, der auch dieses Jahr wieder sehr gut gewachsen ist. Ja, die Baumlilien, da würde ich meinen, die haben schon eine Wuchshöhe von 1,60 Meter, vielleicht sogar schon 1,70 Meter Wuchshöhe erreicht. Dann kann ich Ihnen auch die wunderschönen Rispenhortensien zeigen. Phantom Limelight, also Phantom und Limelight. Dieses hier ist Phantom mit diesen etwas hellgrünen, gelblich-grünen Blättern. Aber ich wollte Ihnen einfach zeigen, dass diese Pflanzen die Blüten ansetzen. Das ist etwas, was mich sehr, sehr freut. Das war Phantom, jetzt kommt hier Limelight. Auch da sitzen die Blütenknospen etwas weiter zurück. Aber sie sind da. Die Blütenknospen sind da. Und dann hier nochmal Phantom. Auch überall an jeder Triebspitze sitzt ein Blütenansatz. Das sind sehr erfreuliche Entwicklungen. Ich weiß nicht, liebe Gartenfreunde, ob Sie es hören, im Hintergrund das Geräusch des Donners. Und langsam setzt auch der Regen ein, deswegen werde ich wohl das Video jetzt beenden. Vielleicht, dass ich später nochmal das Video weitermache. Ich denke, wir beenden jetzt hier und wir schaffen den Gartenrundgang nicht ganz. Ich freue mich aber darüber, dass jetzt der Regen einsetzt. Beende jetzt hier das Video und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.